Hallo, mein Name ist David Buchanan. Ich bin bei der Firma Vision and Control zuständig für den Bereich Vision-Systeme. Wir haben häufiger mal die Frage bekommen, wie stempel ich eigentlich die IP-Adresse meines Systems um? Darum haben wir ein kleines Video gemacht. Das hier gerade mit dem Windows 11 arbeitet. Prinzipiell ist es aber bei Windows 10 genauso. Ich benutze hier quasi die Möglichkeit, einfach auf das Startsymbol zu drücken und dann mal zu tippen Netzwerkverbindung. Da wird mir hier immer gleich schon ein Vorschlag gemacht, den ich einfach anwählen kann. Und hier kann ich die verschiedenen Adapter sehen, die gerade konfiguriert sind. Wenn ich mir nicht sicher bin, welcher das denn eigentlich ist, ist das Leichteste einfach mal den Stecker zu ziehen. Dann sieht man, mit welchem dieser Adapter ich jetzt gerade verbunden bin. Und man kann hier einfach rechtsklicken, auf Eigenschaften gehen und dann in dem Bereich Internetprotokoll Version 4 die aktuellen Einstellungen anzuschauen. So, das heißt, hier steht mein System gerade auf einer festen IP mit 192.168.370. Das ist quasi geeignet, um jetzt mit dem Vision-System direkt zu kommunizieren auf dem LAN 1. Wenn ich hier den LAN 2 benutzen wollen würde, dann müsste ich hier auf IP-Adresse automatisch beziehen gehen. Das würde quasi diesen Local Link-Mechanismus aktivieren, beziehungsweise die IP-Adresse über DHCP 10. Wenn ich kontrollieren möchte, welche IP das System hat, zum Beispiel über DHCP, da ist das Leichteste, ich tippe hier oben einfach mal CMD ein, bekomme hier so eine Eingabeaufforderung und kann hier mit IP-Config mir die aktuelle IP anschauen. Hier steht Ethernet-Adapter. Ethernet, das war quasi die Adresse und hier bekomme ich sie auch nochmal angezeigt. So kann ich die IP-Adresse ändern. Ich bedanke mich hier fürs kurze Zuschauen und hoffe, dass Ihr Problem bald gelöst ist. Tschüss!